Feierabend. Machst du mir eine Apfelschorle, bitte? Na klar. Komm, ich bestelle uns noch mal kurz. Ja, gute Idee. Immer weiter, immer breiter, immer leichter, eingeweichter. Das Licht ist anders, das Licht ist total dunkel, man findet gar nichts mehr wieder. Es ist überhaupt kein freundlicher, lichter Laden mehr, weißt du? Und, genau, die Käsefrau, die du auch kennst, ist immer so. Wort ist das falsche Wort, es ist mehr Akkord. Ach, ist unsagbar schwer zu sagen. Ich höre nicht auf zu fragen. Ja, du weißt ja, wie es ist. Wenn er sie nicht im richtigen Moment küsst, dann wird sie deine beste Freundin. Ja, und was hast du gemacht? Ja, scheiße, nix. Blödes Gelabere. Ja. Entschuldigung. Oh. Schön. Danke. Zum Wohl. Halb besoffen. Rausgeschmissenes Geld. Jetzt mach dich nicht verrückt, der kommt schon noch. Ich mach das Ding jetzt auf, wer weiß, was da überhaupt drin ist. Ach, nein! Scheiße, mein Kopf explodiert gleich. Wetten da rein, wenn ich drauf eingehen soll. Sei mal leise. Ich sagte, sei mal still. Kam mit dem Mund ihm nah. Und dem blonden Haar. Lies ab das, was ich will. Bis runter nach Bingen. Da warst du Weinkönigin. Weißt du noch, wie wir schrien? Man darf nicht sagen, ich will gute Erinnerung haben. Man darf nicht sagen, ich will gute Erde, ich will gute Erde in Rom haben. Jetzt. Ihr Long Island Superior Spezial. Bitte? Spricht sie in Zungen, dachte er, und nahm die Pfeife aus dem Mund, sah ihren kleinen Rock. Darf ich Sie denn auch zu einem Ihrer fantastischen Drinks einladen? Ich meine, zum richtigen. Danke. Ich muss noch arbeiten. Bis um 12 servier ich am Ufer, wo das Grand Hotel ist. Reichen Leuten Speck zum Frühstück. Schade.
vielleicht ein andermal? Ganz zum See nur 100 Schritte und ich bin aller Dinge ledig. Leg auf den Kieselstrand mein Handtuch. Vielleicht möchtest du ja vorbeikommen. Vielleicht? Na dann, morgen mehr. Sorte, Banfe, Schopse, Mills! Was? Was ist das denn für ein Feigling? Ja, kannst du mir mal sagen, was deine Nachricht sei? Was? Sag mal, spinnst du eigentlich? Was? Weißt du eigentlich was? Du kannst nicht mal! Schiffschaukelbremser! Ich brauch Schnaps. Was ist denn passiert? Du brauchst wirklich einen Schnaps. Sie haben eben so wunderbare Sachen gespielt. Könnten Sie mir nicht noch was Fröhliches spielen? Ich wünsche mir ein Lied über gar nichts. Eins, das fällt und verblüht. In der Finsternis. Ja, Tee ist bestellt. Ja, gut. Ist rausgekommen. Müsste gleich kommen. Ja, ich bin auch viel zu oft weg von meiner Familie. Viel zu oft. Und ich sage Ihnen, ich vermisse die wirklich. Vor allem meine Frau. Wissen Sie, wie wir uns kennengelernt haben? Das war in der Kantine meiner alten Firma. Da kam sie rein und als ich sie das erste Mal gesehen habe, da habe ich das erst mal erlebt, dass einem die Kinnlade so runterfällt. Also, ich konnte die nur anglotzen. Ich muss wohl furchtbar angeglotzt haben, das muss so peinlich gewesen sein. Ja, auf der Hochzeitsfeier sagte auch einer. Also, als ob sie ihm den Atem stahl, also fast so wie man sagt, wirkte ihre Schönheit. Und dann habe ich noch zwei Monate gebraucht, bis ich sie ansprechen konnte. Scheiße. Scheiße? Scheiße. Lieb ich nur's Baumfurnier, okay, dann bleiben wir, sagte er zu mir, plötzlich lieb ich dir. Plötzlich lieb ich dir. Hallo, guten Abend. Ich hätte gern noch das Mitternachtsspezial. Heul nicht, sondern jaus.
Ja, und draußen an den Geräten, das waren die wunderbaren Erdmöbel mit ihrem Mega-Hit Dreierbahn. Lass uns nach Hause gehen und dann geh auch ich wieder allein. Natürlich. Heule nicht, sondern jauchze. Heule nicht, sondern rufe. Yippie. Dreierbahn. Yippie. Dreierbahn. Das Essen. Ja. Danke. Rezeption? Hallo, aufwachen. Es müllt sich das Herz hinein, pumpt überall Farbe rein. Ich bin lange tot, ich bin lang schon tot. Die Mühe ist umsonst. Nee, ich dachte mir, das kann. Kann die doch nicht einfach so, kann mein Lebensglück doch nicht einfach so laufen lassen. Muss ich doch einfach. Ach so, ja, einen kleinen Moment. Und dann habe ich mich tatsächlich überwunden und habe sie hinhin mit einem Herzklopfen und habe sie angesprochen und gefragt, ob wir uns nicht mal treffen könnten. Oder, und wissen Sie, was sie gesagt hat? Nee. Ja, klar. Ja, klar. Ja, dann bin ich am nächsten Tag mit der schönsten Frau der Welt in die Stadt gelaufen. So, dass alles sich umdreht und findet sie nicht nur groß, auch gut gebaut, wie ein Hochhaus im Frühling, wie ein Hochhaus im Frühling. Und wir sind immer noch zusammen. Und immer noch, also das klingt ja wirklich abgedroschen, aber es ist genauso glücklich wie damals. Mensch, Entschuldigung, ich quatsche hier vorhin. Also, Entschuldigung. Also dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Angenehme Nachtruhe, wünsche ich. Danke. Kommen Sie mit mir. Morgen. Morgenrot über den Kamin. Butterbrot, Papier zwischen den Schienen.